Wahlkampf der AfD im Backnanger Bürgerhaus. Rund 750 Gäste kamen. Jörg Meuthen, Spitzenkandidat im Land, kritisierte die Flüchtlingspolitik. Ein grüner Ministerpräsident im Modus der Dauerbelobigung der vorgeblich schwarzen Bundeskanzlerin. Denken Sie mal darüber nach, ob das gesund ist in der Demokratie. Nicht begrenzbar heißt, wir haben keine wirksame Grenze. Mit einer Aufgabe einer Begrenzbarkeit, einer Grenze aber, gibt man die Staatlichkeit unseres Landes auf. Wir müssen es anders machen und das heißt, wir müssen auch bereit sein, unfreundliche Dinge zu tun. Die AfD präsentierte sich demonstrativ bürgerlich. Doch vor dem Bürgerhaus stand ein Polizeiaufgebot. Auf dem Schillerplatz zeigten rund 600 Gegendemonstranten der AfD die rote Karte. AfD, Rassistenpack, wir haben euch zum Kotzen! Die AfD steht für Vorratsdatenspeicherung, für Atomkraftwerke, für das Blockieren von Abtreibung, für politisch gesteuerte Medien und für ein Frauen-, Gesellschafts- und Menschenbild aus dem letzten Jahrhundert. Wer gegen die AfD kämpft, überschreitet keine politische Linie. Die Parteivorsitzende Frauke Petri sah das ganz anders. Was wir als AfD derzeit im Bund noch außerparlamentarisch oder auch in Landesparlamenten betreiben, ist letztlich ein verbaler Kampf für mehr Demokratie und für Akzeptanz in einer Gesellschaft, in der man eben, wie ich anfangs sagte, gerne über Etiketten, aber nicht über Inhalte diskutiert. Meine Damen und Herren, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass Demokratie und Kontroverse automatisch bedeutet, dass wir uns dabei alle wohlfühlen. Gleichstellung. Für Beatrix von Storch ist das nur Unfug. Eine Besucherin protestierte gegen diese Haltung und wurde umgehend des Saales verwiesen. Von seinem Einkommen. Das ist in einer Art und Weise eine Politik, die dazu. Von Storch wetterte derweil gegen Merkel. Frau Merkel hat gesagt, sie will die Euro-Rettung nicht, das erste Griechenland-Rettungspaket wollte sie nicht. Dann wollte sie das zweite Griechenland-Rettungspaket nicht. Dann wollte sie keinen Rettungsschirm. Dann wollte sie keinen zeitlich unbefristeten Rettungsschirm. Dann wollte sie den Rettungsschirm nicht hebeln. Dann wollte sie den Rettungsschirm keinesfalls auch auf Banken anwenden. Alles das ist dann erfolgt. Insofern kann man sich auf ihr Wort wirklich verlassen. Man muss sich mit der AfD wohl noch lange befassen. Die Partei nutze Echten, das reicht nicht.